So, auf zum letzten Akt für diese Woche, meine Damen und Herren, mit der, ja, quasi Verlosung um die Lilac Lane, die wir uns locker leisten können mittlerweile. Ich habe noch irgendeinen Gegenstand bekommen. Okay, bevor es hier zu Ende geht, also die Auktion, werden wir uns dieses wunderschöne Objekt mal besorgen. Mit einer eigenen Garage. Mit einem schönen großen Haus, was wir nochmal ausbauen müssen. Ah, da lässt sich doch einiges draus machen. Ich bin da optimistisch. Das gefällt mir auch sehr gut, die Küche. Badezimmer bin ich tatsächlich kein Freund von. Das könnten wir theoretisch auch größer machen. Sowieso ein bisschen umbauen. So, 97%. So, komm. Letzten Akt noch. Was machst du? So, 3,68 sind wert. Haben wir. Easy. So, los geht's. Bro. Da sind aber einige Interessenten. 3,64 ist das Startgebot. 3,64, 9. 3,65, 66. Komm, wir hauen die 67 gleich mal raus. 68. Ist egal, ich kauf's eh. Egal, wie teuer das wird, weil es ist meine Hauptmission. Looks like you really got the hang of it. Okay, da waren wieder viel zu viele Dinge gleichzeitig. You've really impressed me in recent times. All these tenants and apartments would have given me a headache. Let's open up the city map and I'll tell you the big news. Oh. Haben wir Manhattan freigeschaltet? You've probably guessed it already. Ja. The mayor has granted us another license. Do you know what that means? Man freaking Hatton. We can switch there whenever you feel ready. Just make sure to leave the business here with a good agent. Absolut. So, wir werden trotzdem noch mal ganz kurz zurückgehen und die Wohnung vermieten, die wir jetzt gekauft haben. Also Wohnung. Die. Oder wir verkaufen sie. Kleiner Scherz. Wir verkaufen sie natürlich nicht. So, wir müssen umbauen. Also, wir müssen nicht. Ich will umbauen. So, wieso geht denn das nicht raus? Ich hätte gerne hier eine Tür. Ah, ich kann es nicht ändern. Ist nicht euer Ernst. Ist doch scheiße. Okay, ich kann das Grundprinzip nicht mehr ändern. Das kann ich auch nicht ändern. Erstmal provisorisch. So, Türen. Ich hätte gern schönere Türen. Beispielsweise diese hier. Ja, ich hätte gern generell Türen. Wenn ich es gerade so richtig sehe. Hier noch einen schönen Boden rein. Eine schöne Wandfarbe. Das kann man machen. Und dann machen wir das Bad neu. So. 119.000 haben wir knapp. Das hier ist ein Bad. Gut, also, ich hätte gern eine große Fläche hierfür. Die kommt mal in die Ecke. Daneben kommt bitte eine Waschmaschine. Und daneben hätte ich gerne den Wäscheständer. Den können wir diesmal auch ausbreiten. Und darunter hätte ich eigentlich gerne einen Wäschekorb. Perfekt. Ist ja eh nur Deko. Ja, also der zählt ja nicht. So, warum habe ich hier nicht eine einzige Steckdose? Und vor allem, wieso habe ich hier keinen einzigen Wasseranschluss? Das war da von vornherein schon ein Bad. Hook me. Ja, das Ding kann ruhig hier drin bleiben, das ist egal. So, dann hätte ich gerne eine große Waschmaschine.
Badewanne. Da kommt die Toilette hin. Und das Fenster. Ja, ich rausgucken kann. So. Natürlich Toilettenpapier. Ja, brauchen wir natürlich noch die Anschlüsse. Können wir aber hier hinsetzen. Und ich hätte gern eigentlich noch eine Eckdusche. Und dafür müsste ich dieses Fenster verdaddeln. So, und das würde ich gern abreißen. Sehr schön. Ich hätte es wahrscheinlich auch umbauen können einfach. Aber ich bin gerade zu faul. So, Dusche trotzdem. Ach, dass es immer noch keine schönen Duschen gibt. Das stört mich ein bisschen. Immer noch keine schönen Duschen. So, Handtuchhalter. Perfekt hierhin. Am besten auch so in schwarz. In schwarz. Da drauf das Duschzeug natürlich. Und die kleine Badeente. Man kennt es. Man liebt es. Nicht immer, aber manchmal. So. Spiegel. Keine Ahnung, ob der zu hoch hängt. Kannst du irgendwie nicht einschätzen, ob die... Was ist das? Ex-Deo. Young Spice Deo. Jetzt habe ich es verstanden. Parfüm. Achso, hier so ein Badewannenvorleger könnte man auch nochmal setzen. Aber wenn dann hier schönere. Hier gibt mal so einen zum Beispiel auch in... Ja, in so ein Blau. Und denselben können wir auch nochmal hier hinlegen. So, dann Seifenspender, natürlich. Die elektrische Zahnbürste diesmal. Können wir auch mal in zwei Farbvarianten machen. Nochmal so ein Parfümchen. Hier nochmal so ein Schönheitsspiegel. Hier können wir nochmal ein paar Handtücher hinlegen. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. So. Nein, bitte nicht abstürzen, danke. Ja, und dann haben wir erstmal alles. Was wir so benötigen. Also wir könnten hier natürlich wieder ein bisschen Dekoration reinbauen, aber lassen wir. So, wie gesagt, Küche finde ich sehr gut. Also die finde ich optisch tatsächlich, ja, absolut okay. So, wann ist die Küche? Das hier ist die Küche. So, ein Schneidebrett. Messerblock. Was bist du denn? Abtropfgestell. Auch nicht schlecht. Schön. Twist-Eimer. In der Hoffnung, dass der irgendwann mal auch benutzt wird. So, Coffee-Machine. Ja, es ist ein bisschen wenig Platz, muss man zugeben. Das kann man gerne machen. Schokobrunnen könnte man hier mal in die Mitte stellen. Das hat auch was. Soy-Soße. Was bist du? Ein bisschen Sushi. Gibt es nicht Sushi-Teller? Was bist du denn? Reis. Nee. Sehe ich gar nicht. Warte mal, wir schmeißen das mal weg und ersetzen das durch das hier. Obwohl, ich hätte gern noch eine Abzugshaube. So. Traubenschüssel. Ah, schade, kann man nicht raufstellen. Das ist ja ärgerlich. Wollen wir auf den Mülleimer stellen? Nee. Ja, aber Küche, super. Super. Auch Schlafzimmer, durchaus super. Super. das mit der Tür nervt mich. Bin ich ehrlich zu euch. Das finde ich irgendwie nicht angebracht. Wenn wir ein bisschen Grünzeug noch reinbasteln. Dahinter kommt bestimmt auch noch eine Blume, ne? Ja, guck mal, das sieht auch schön aus. Ein paar Crystals. Fällt mir auch.
Manikürepinsel. Mann, 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 was man mittlerweile hier alles hat, ne? Ja, gut, Fernglas sehe ich hier ehrlich gesagt nicht. Aber eine Sanduhr. So als Dekoobjekt sehr schön. Das finde ich passt auch hervorragend da rein. Globus ist ein bisschen groß, oder? Nö. So, dann können wir hier nämlich auch nochmal Sachen reinbasteln. Und hier nochmal einen anderen Block hier. Schön. Okay, die sieht man fast gar nicht. Gut. Und dann haben wir noch die Garage. Da bin ich tatsächlich komplett neu. Ich habe noch nie eine Garage gebaut. Können wir noch mal ein bisschen Abstellfläche hier reinsetzen? Was bist du denn? Werkstattschrank, Werkstattschrank. Standardarbeitsbereich. Vacuum. Können wir auch gerne mal setzen. Auch hier so ein Erste-Hilfe-Set. Können wir gerne noch mal irgendwo hinstellen. Ah, wir haben halt sehr, sehr wenig Sachen, ne? Hier Fahrräder. Ich hätte gerne ein Auto. Also die Reifen für ein Auto haben wir, aber das Auto haben wir irgendwie nicht. Ja gut, sind hier noch irgendwelche Main-Kisten und sowas. Einfach noch mal ein bisschen was dazu bauen. Okay. Gut. Soll ausreichen. Den Garten finde ich auch tatsächlich ganz okay. Den würde ich fast so lassen. Vielleicht. Na, Tropenpflanze passt irgendwie gar nicht. Können wir hier noch mal so ein bisschen Bäume setzen? Einfach nur so eins. Oder gibt es hier noch größere Bäume? Ja, die passen wieder nicht. Schaukelstuhl. Könnte man hier vielleicht einfach hinbauen? Und vielleicht so eine kleine Essecke. Einfach hier hinten so rein. Den farblich noch ändern? Naja, passt auch nicht, ne? Naja, okay, lassen wir's. Gut, so, dann gibt's nur noch das Wohnzimmer. Beziehungsweise, halt, warte mal, hier fehlt noch was. Das Arbeitszimmer. Abzüge. Wo ich es gerade sehe. Das fehlt auch noch. So, und ich weiß gar nicht, braucht die Werkstatt auch so ein Ding? Wahrscheinlich, wa? So. Möbel! Wohnzimmer! Da, da, da. Da, da, da. Davon gibt es nicht die Eckvariante, war also die. Nicht die Eckvariante, sondern die andere. In Lilla. Ne, warte mal, ich hätte gern die. Die hier. Wow, auch sehr grelle Farben. Das in Braun? Ja. So, einen dicken Fernseher so wieder drauf. Wie immer. Gibt es davon auch noch einen schönen Sessel irgendwie? Nee, ne?
Ah ja, schwierig, die Kombination. Ein wenig schwierig, aber okay. So, eine Wii-Konsole. PlayStation kann man hier wieder in die Ecke setzen. Oder, guck mal, das ist hier. Spielekonsole. Nennen wir es mal nicht PlayStation. So, mir ist übrigens bewusst, dass ich noch keinen Fußboden und sowas gesetzt habe, ne? Keine Angst, kommt noch. Schwierig. Ja, ist okay. Nee. Das ist noch besser, glaube ich. So, okay. Dann. Eine fette... Ah, das geht wieder nicht. Gibt's denn hier... Na, gibt's denn hier nicht so kleine Regale? Also sowas hier? Was hier steht? Ja, hier sowas suche ich. Sideboards oder... Keine Ahnung, was ich so nennen. Da würde ich gerne einen Arbeitsplatz noch hinbauen. Und da kommt eine Abtrennung. Eine räumliche. Nee. Ist auch noch ein Braun? So, gibt es hier die Raumtrenner oder gibt es sie nur in... dem anderen. So, ein Bookregal können wir aber trotzdem auch noch bauen. Können wir mal hier hinsetzen. Und da kommen natürlich auch noch mal etliche Bücher rein. So, kann man nur Farbvarianten nochmal ändern. Nicht alle gleich aussehen. So, können wir noch reinbauen. Ja, ein Printer, ehrlich gesagt nicht. Ich hätte trotzdem gerne noch so ein Regal. Oder sowas hier. Ah, die haben halt alle Öffnungen. Warte mal, was ist denn, wenn ich die nehme? Ja, das sieht ein bisschen besser aus. So, Ührlein. Hier kommt ein kleiner Kleiderhaken. Ah, oder so. Naja, wir lassen es. Passt das? Ich glaube nicht, ne? Doch, war schon richtig. So. Spiegel können wir hier noch hinbauen. So eine kleine Welcome-Matte. Noch in einer schönen Farbe. Nee. Sieht man die draußen? Kann ich die nicht draußen hinsetzen? Hier macht es ja viel mehr Sinn. Finde ich zumindest immer. So. Jalousien. Ah, geht nicht. Ärgerlich. Das sieht echt nicht schön aus. Ich finde die einfach nicht hübsch. Tut mir leid. So, ein kleines Schuhregal. Schui. Und dann meinetwegen noch ein bisschen Dekoration. Hier zum Beispiel nochmal ein Schirmchen können wir hier hochsetzen. Bist du? Ja, kann man machen. So einen kleinen, naja, gut. Das ist okay. Was haben wir hier noch? Crystal.
Das können wir vielleicht noch machen. Ah, so ein verwelktes Blümchen, ehrlich gesagt nicht. So, können wir es machen. Wie gesagt, dann hätte ich gerne noch einen Raumtrenner. Aber die Raumtrenner, die sehen halt alle nicht schön aus. Also ich weiß nicht. Klar, kann man so machen, aber ich finde die jetzt optisch überhaupt nicht hübsch. Weihnachtsbaum. Könnte man? Schade, kann man nicht. Vielleicht hier in die Ecke. Obwohl, da kommt man nicht mehr ins Linkszimmer. Der Detektivfeuersteller. Könnte man noch hier hinbauen, wa? Oder ein Geek-Feuerstellchen. Hier, Feuerholz für den Kamin. Und da können wir meinetwegen auch eine Sanduhr nochmal raufbauen. Wo waren die? War hier irgendwo, ne? Oder? War hier nicht eine Sanduhr? Alter, was bist du? Aha. Okay, eine Eule. Krass. Okay, ist jetzt eine Eule in der Ecke, ist auch okay. Ah, wo war denn das? Ich sehe es schon wieder nicht mehr. Ach, ich finde es nicht. Keine Ahnung. So ein paar Orden. Nee, das sehe ich auch gar nicht. Ein paar Brettspiele können wir noch reinbauen. Ne, können wir nicht. Ja, aber ich denke, das soll auch ausreichen, oder? Also vielleicht, was wir noch machen könnten. Ja, vielleicht so eine Gitarre oder so. Das ist okay. Kleine Gitarre noch in die Ecke gebaut. Das ist ein bisschen groß. Das Töpferding finde ich ehrlich gesagt immer noch besser, wenn es draußen stehen würde. Aber ja. Geht einfach nicht. Verhandeln. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Rednerpult, irgendeine Kirchenbank. Was bist du ein Gedankenkontrollenstuhl? Nee, ich denke, das ist okay. Dann machen wir noch hier ganz schnell die ganzen Anbindungen. Sollen wir mal gucken. Hier muss auf jeden Fall was hin. Hier hinten, oder? Da müssten wir es eigentlich alles haben. Schön. So, wir verlassen. Und wir vermieten. Nach der offenen Tür. Ja, meinetwegen 7 Tage. Also ich finde die Wohnung schön. Was sagt denn die Bewertung in der Immobilien-Dings hier? Ein C. What? Aha. Gar nicht mal so schön. So, zufriedenstellend. Zufriedenstellend. Okay, Evangeline. Weg. Margaret. Okay, sie ist tatsächlich am besten. 41 Jahre, Athletin, Kassiererin. Guck dir doch nicht so eine hässliche Sachen an. Nicht befriedigend. Ah, und hat Schulden. Nee. Magierin, Straßenkünstlerin. Also sie wäre okay. Künstlerin, Beruf, Manager. 42 Jahre. Was gibst denn du mir? Also fünfstellig wäre schon toll. Ja, ja, ja. Fünfstellig kriegen wir auf jeden Fall hin. Alles klar, kriegen wir doch nicht hin. C.
3-9. Keine Schulden, keine Vorstrafen. Exzellent. Oh, Caitlin. Gertrude. Caitlin wäre aber sehr, sehr gut. Tschüss. Ich tendiere stark zu Caitlin. Schade. Mal gucken, ob wir hier schon mal wieder einen rauswerfen können. Exzellent. Schlecht. Also Fraser Phillips ist nicht der Beste. Ja, Fraser Phillips liegt auf jeden Fall raus. Auch sie wäre voll in Ordnung. Okay, Caitlin, sehr gut. Bitte gib mir die 10. Schon 10,5. 11,2, alles klar. Definitiv. Caitlin hat auch exzellente vorherige Mietverhältnisse und keine Vorstrafen. Sehr, sehr gut. So, ich muss mal alle löschen, weil ich nicht weiß, wer hier noch wohnt und wer nicht. Gut. So, zum Abschluss werden wir nach Manhattan gehen und uns Manhattan angucken. Monatsbericht. Vorstadt. Okay. Ja. Alles gut. So, wir haben 109.000 am Start. Achso, warte mal. Ich muss ganz kurz noch ein Häkchen setzen. Ach, und ich habe auch überhaupt gar nicht TV hier. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Aber das kann ich auch offscreen weitermachen. Wahrscheinlich ist der fertig, bevor er angekommen ist. Nee. Was mag sie denn? Da sieht man es nicht. Klimaanlage. Wow, kriege ich eine Klimaanlage her? Und Wohlfühlfilme. Ist das wieder ein Code für Fleischpeitschenfilme? So, Internetanschluss gibt's. Alter, 21.000 für einen Reinigungsroboter finde ich auch immer krass teuer. So, Netflix gibt's. Reinigungsdienst gibt's und das 6G-Internetpaket gibt's. Alles inklusive. Bürgermeister, Kinderpfleger und Programmierer. Ich weiß gar nicht, kriege ich überhaupt noch Bonus bei irgendeinem? Hier, Ember. Nevin. Und bei denen sogar beide. Okay. Warum sitzt du auf der Ecke? Weiß keiner. Chaotisch. Wird die Wohnung oft verwüsten? Irgendwie scheinen Dinge immer zu Bruch zu gehen. Na gut. Egal. Manhattan, meine Damen und Herren. Das erste Mal, dass wir alle Manhattan sehen. Also außer ihr habt das Spiel selber schon gespielt. Dann kennt ihr eventuell Manhattan. Ich noch nicht. Oh, ich bin jetzt echt gespannt. Auch was so die Aufträge betrifft. Also die müssten jetzt ja finanziell nochmal deutlich besser sein. Deutlich. Okay. Großstadt, Errungenschaft. Sehr schön. Es lädt immer noch. Jetzt hat's geladen. Erledige ein paar schnelle Jobs für Unternehmen in Manhattan, um die örtliche Kundschaft besser kennenzulernen. So, oh. Das sieht so aus, als wenn wir Büros machen müssten. Aha. Okay. Alter Schwede, was ist denn das hier für ein riesen Hochhaus-Dschungel? Krass. Also es muss erstmal komplett laden. Oh, ihr habt auch richtig Probleme gerade, das zu sehen, ne? Die Codierung ist richtig... Oh, 17 FPS. Es tut mir echt leid. Ich mache nichts. Ich bewege nichts. Ich zoome ran. Jetzt habe ich wieder 60 FPS. Codierung ist trotzdem noch überlastet. Jetzt läuft's wieder flüssiger. Das freut mich. Was passiert, wenn ich rauszoome?
Alter, okay, ich darf nicht rauszoomen. Okay, wir müssen uns irgendwie hier so im Schildkrötenmodus jetzt hier durch die Stadt hangeln. Boah, es kommt gar nicht hinterher. Es tut mir echt leid. Ich weiß gar nicht, an was es liegt. Ja, okay. Ich mach nichts. Und es geht trotzdem nicht. Oh Mann, ey. Ja, gut. Okay, wir machen auf jeden Fall erstmal Feierabend. Also, Manhattan haben wir gesehen. Ihr seht es gerade überhaupt gar nicht. Boah, es tut mir echt leid. Aber wenn das so bleibt, kann ich euch das Spiel leider nicht mehr zeigen. Krass. Okay, ich mache erstmal Schluss. Ich hoffe, dass Ton und so weiter noch alles passt. Wie gesagt, ich guck mal, ob ich das irgendwie hinkriege, dass wir hier vielleicht das Ganze auch flüssig sehen können. So, ich bleib mal im Gebäude. Da scheinen die FPS ein bisschen besser zu sein. Gut, erstmal ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich dann am Montag wieder bei The Tenants hier in Manhattan. Ich hoffe, dass es alles funktioniert. Und ja, dann erstmal erholsame Tage. Viel Spaß.